Rolle der Weissagung verschafft dir besonderes Wissen über deine aktive Aufgabe und gibt dir dabei den Ort der benötigten Gegenstände preis oder Hinweise, wie schwierige Puzzles zu lösen sind. Rolle der Phasentür teleportiert dich so weit, wie du selbst gehen könntest, ohne zu fallen oder springen zu müssen. Okay, Rolle der Teleportation teleportiert dich direkt zu Rans Laden. Erzeugt eine Hitze-Aura um den Anwender, die Gegner in der Nähe Schaden zufügt. Okay. Rolle des Nahkampfschutzes. Erzeugt einen Schutzschicht-Gedönse. Okay, momentan will ich aber eigentlich da nichts kaufen. Wie gehe ich denn da ein Stück zurück? Cancel? Ah, so ist Cancel. Okay. Waffen. Leuchtfackelwerfer. Zauberstäbe, Stufe 1. Klassischer Controller. Chance auf kritischen Treffer mit Streitkolben plus 50. Streitkolben, einzigartig. Hieß der nicht neulich noch irgendwie Gockdings? So. Pfeil. Wird mit dem Bogen verschossen. Kannst du auch verwenden, um Ohrenschmalz zu entfernen oder deinen Rücken zu kratzen. Ja, das ist super. Langbogen und magischer Pfeil. Rüstung und Kleidung. Ah, ein Gok-T-Shirt. Zusätzliche Erfahrung plus 10%. Oh, das ist geil. Schutz gegen Nahkampfangriffe plus 25. Schutz gegen Projektile plus 25. Das ist doch super. Aber ich habe leider keine 50 Gold. So, ich könnte allerdings noch diverse Sachen verkaufen. Wobei ich momentan noch nicht so wirklich weiß. Zusätzliche Erfahrung plus 10, Schutz gegen Nahkampfangriffe, Schutz gegen... Gok-T-Shirt ist aber noch ausgewählt. Das sollte aber, glaub, nicht so sein, oder? Gedönse in der Reihen. Was ist mit dem? Bam. Eine Münze, nee. Was ist mit dem? Bam. Eine Münze, nee. Tak, 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 tak. Zack. Okay, gut, das war ein kleiner Bug. Verwendet, um Lichter anzuzünden und Joints zu drehen. Wird verwendet, nicht verwendet. Blödsinn. Okay. Schutz gegen Feuer. Schaden. 44, 41. Ja. Schaden 32, heilt kleine Wunden, primäre magische Essenz zum Sprechen von Zauber und zum Herstellen von magischen Tränken. Kann für einen guten Preis verkauft werden. Oh, kleiner Saphir. Ich weiß allerdings nicht, ob ich die noch brauche. So, primäre magische Skiraffel, das interessiert mich ja gerade auch nicht. Ach, das was blinkt ist gerade ausgerüstet, okay, verstanden. Gut gekaut kann der Saft zum Herstellen von magischen Tränken verwendet werden. Alles klar. Waldhüterkleidung. Bla. Die trage ich ja eigentlich gerade. So. Dann schauen wir doch mal, wie wir das verkaufen können. Für 13 Münzen. Das wird sogar passen. Dann könnte ich mir ein T-Shirt kaufen. Das probieren wir doch jetzt einfach mal. Ich wüsste gerade nicht, wofür ich den kleinen Saphir sonst noch so brauchen könnte. So, Rüstung und Kleidung. Dann kaufen wir uns das tolle Gok-T-Shirt. Bam. So, einzigartig. Zurück, zurück, zurück. Und dann gehen wir doch mal ins Menü und ins Inventar. Und dann müssten wir ja jetzt unser Gok-T-Shirt haben. Das wir jetzt mal anziehen, glaube ich. Zack. Ausrüsten. Und dann haben wir jetzt schon ein hübsches T-Shirt mit Gok. So, also das hier ist die Gok-Edition. Habt ihr wahrscheinlich jetzt inzwischen rausgefunden.
Und dann gehen wir doch einfach mal weiter. Wow. So, haben wir uns wieder ein bisschen Gesundheit geholt. Schnelltaste. Ah. Upsale. Da wollte ich das doch gar nicht. Ich bin mit den Schnelltasten gerade ein bisschen durcheinander gekommen. So, und jetzt habe ich natürlich einen Heiltrank verbraten. Nee, habe ich nicht. Ich habe den noch. Hä? Hatte ich drei Heiltränke? Ich dachte, ich hätte nur zwei gehabt. So. Machen wir die Fässer leer. Was haben wir hier? Einen Pfeil. Fass leer. Zack, haben wir wieder alle Lichter an. Zack, zack und zack. Da war eigentlich nicht wirklich viel drin. Schauen wir uns die Kiste hier noch an und haben einen leichten Speer. Gut, dann schauen wir doch mal im Inventar nach, was... Ah, im Inventar nach, was der leichte Speer so kann. Schaden 27, Stangenwaffe. Der ist wahrscheinlich besonders gut dafür. Rüsten wir mal aus. Für die Distanz. Ja, schätze ich mal. Dann wäre der Pfeil aber vielleicht gar nicht so viel unsinnvoll. Sinnlos, so. Okay, rote magische Essenz. Ich will eigentlich gar nicht so wirklich darunter fallen. Wenn ich darunter falle, komme ich nicht mehr zurück. Vorher gehe ich vielleicht noch ein bisschen Gesundheit herstellen. Way. Und. Game saved. Jo, passt schon. So, dann gehen wir hier quasi einfach mal nach Hoppla zurück. Und schauen doch mal, was da unten auf uns wartet. Okay. Ach, gehen wir aufs Schwert, oder? Ja, gehen wir aufs Schwert. Und ich glaube, ich werde den Heiltrank anders belegen. Ja, ich glaube, den Heiltrank werde ich jetzt anders belegen. Den Heiltrank werde ich, glaube ich, besser legen auf rechts, damit ich mit der Maus nicht durcheinander komme. Tack. Schnelltaste zuordnen. Tack. Genau. So, und dann kann ich ja hier sagen, zack, zurück. Und du kann ich sagen, Schnelltaste zuordnen. Tack, tack. So. Und wir haben das Schwert ausgewählt und das sollte uns jetzt alles reichen. Und dann springen wir doch mal hier runter. Okay, machen wir mal das Licht an. Und schauen einfach mal, wo uns das hier hinführt. Na gut, gehen wir hier hoch. Einmal Licht. Und hier hoch. Nochmal Licht. Und machen wir mal die Truhe auf. Einen Heiligenschein. Was macht der Heiligenschein? So, einen Heiligenschein teleportiert dich unter die goldene Box des heilenden Geistes. Kann so oft verwendet werden, wie du es wünschst. Das ist auch nicht schlecht. So, dann mache ich doch da auch einen Hotkey. Bäm. Schnelltaste. Zack, zack. Und dann sind wir doch hier mal. Ja, benutzen muss ich es jetzt gerade nicht, aber ausprobieren würde ich das schon ganz gerne. Zurück, zurück, zurück. Und dann zerschlagen wir doch mal wieder ein paar Fässer. Und du.
So, sind wir hier wieder fein raus. Das ist toll. Gehen wir wieder auf Schwert und geht's wieder runter. The Halo is a powerful artifact that teleports you directly to the healing spirit. You can use it as many times as you want. It is recommended to assign a shortcut, as it can get you out of trouble easily. So, wir probieren es jetzt trotzdem aus. Ah, so lange braucht es auch gar nicht. Das ist toll. Das ist echt super. Also muss ich echt sagen, das ist doch klasse. Wahrscheinlich, wenn ich getroffen werde, funktioniert das nicht so ohne weiteres. Allerdings, so ist es echt klasse. So, dann brauche ich mir auch hier keine Sorgen mehr um irgendwelche... Ah, komm schon. So. Haben wir hier Licht. Da hinten geht's weiter, da will ich jetzt aber gerade nicht hin. Ich will hier gerade darüber. Ich kann natürlich auch hier schauen. Okay, da wäre quasi der nächste Händler. So, dann gehen wir wieder auf den Streitkolben und randalieren ein bisschen in der Gegend rum. Bäm. 10 Pfeile. Bäm. Bäm. Eine Münze und dann schauen wir nach, was wir hier haben. Ein leichter Dolch. So, was machen leichte Dolche? Inventar. Wahrscheinlich kann ich die werfen, oder? Schaden 31. So, wir rüsten den mal aus. Pressing F2 allows you to see all of the weapons you have and equip them. Press F1 to return to the shortcut panel. Okay, klack. Aber das ist dann Tastatur. 5, 4, 3, eins. Verstehe ich jetzt nicht. F2, Fluff. Ah, okay, gut. Das ist schon wieder so ein lustiger kleiner Bug, der nicht so wirklich funktioniert, wie ich das mir vorstelle. Okay. Hier. Oder ich bin einfach zu dämlich für diese ganze Attacks with a dagger from behind inflict 50% more damage and increases the critical chance by 10%. This only works when attacking humanoids or snakes. Okay, gut, dann werden wir mal schauen, ob wir das irgendwo anwenden können. Dafür sollten wir vielleicht wieder eine Schnelltaste aktivieren. Warte mal, F2. 5. 5 funktioniert nicht. Das funktioniert echt nicht. Nee. Wahrscheinlich müsste ich dafür jetzt Tastatur spielen und das machen wir jetzt aber nicht. Ist ja jetzt auch egal, wir gehen einfach nur weiter. So, gehen wir wieder auf den Streitkolben, um ein paar Fässer zu zertrümmern. Und machen wir hier wieder Licht. Oh. Ameisen, die sind natürlich gerüstet, das heißt... So, da ist der nächste Händler. Aber wo komme ich denn da raus? Ah. Da komme ich raus, okay. Das heißt, wir springen da jetzt mal ab und... warte mal. Auge eines Satyr. So, wir machen Licht, Licht. Und eigentlich wollte ich hier mit dem Schwert agieren. Das war jetzt natürlich ein bisschen suboptimal. Und bei dem hätten wir wahrscheinlich von hinten auch mit dem Dolch besser operiert. So.
da unten.